Namaste, willkommen zu einem Satsanghäppchen aus der Serie Frag Edgar. Heute mit dem Thema: Wozu muss ich das Selbst als Mensch verwirklichen? Jo. Die Frage lautet im Ganzen: Hallo Edgar. Sonja stellt sie. Namaste, danke Sonja für die Frage. Hallo Edgar, mich würde interessieren, wozu sich unser Selbst als Mensch verwirklichen muss, erleben muss, wenn die Seele doch schon alles ist. Für mich ist da noch ein Knoten drin. Prinzip muss die Seele überhaupt nichts. Es kann müssen. Das Ganze ist ein Dürfen, ein Passieren, es geschieht. Die Seele verwirklicht sich sowieso permanent. Ja, die Seele als das eine Ganze verwirklicht sich hier als Brille, so gut sie kann. Hier als ein Brillenputztuch, hier als Mensch, hier als T-Shirt. Alles ist die Seele, alles ist die eine Seele. Wenn du wirklich von dem sprichst, was wir wirklich sind, ist alles diese eine Seele. Gott, das Selbstbewusstsein, der ganze Traum, das ganze Universum. Und es verwirklicht sich gleichzeitig als Gott, als Universum, als Nichts, als jeder einzelne Stern, als jeder Planet, als jedes Atom, als das Vakuum dazwischen, als die Energie des ganzen Kosmos, als die Leerheit, als jedes Molekül in deinem Körper und jede Zelle in deinem Körper, als Organe in einer größeren Ansammlung, als Organismen oder als Planet, der bewohnt ist oder unbewohnt ist und nur aus Steinen besteht oder nur aus Flüssigkeit wie Neptun besteht, oder als Wasser oder aus Gasen oder aus Helium und wo eine Atomreaktion stattfindet und dann ist das Sonne. Es ist all das. Nicht nur als Mensch. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein. All das ist Verwirklichung. Und die Verwirklichung ist schon das, was geschieht. Da braucht sich nichts mehr extra verwirklichen. Und vielleicht ist das der Knoten, dass du glaubst, da müsste etwas verwirklicht werden. Dann spricht man von Selbstverwirklichung, die ja auch sehr unterschiedlich verstanden wird. Nicht? Auf der Ego-Ebene ist Selbstverwirklichung, wenn ich meinen Willen und jetzt verwirkliche ich mich selbst. Das ist das Ego. Die meisten meinen damit dieses individuelle Ich, das sich von anderen unterscheidet. Und ich verwirkliche mich. Nicht alle machen das, aber ich schaffe das. Ne? Ich verwirkliche mich. Ist ja auch gut so. Ist nicht so, dass das verkehrt wäre. Aber es ist nicht die Verwirklichung dessen, was wirklich gemeint ist mit Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung ist eigentlich Selbsterfahrung und das ist die Erfahrung des Selbst. Du selbst erfährst dich als das eine Selbst. Der Mensch selbst im Menschen erfährt sich das Selbst als das eine Selbst. Und das geschieht auf dieser bewussten Ebene, auf diesem Planeten, wahrscheinlich wirklich nur bei Menschen, in dieser menschlichen Form. Auch ein Delfin ist verwirklichtes Selbst und der Affe und der Hund und die Katze und die Ameise, alles. Da hat sich das Selbst als Ameise verwirklicht, eine wirkliche Ameise, ein wirklicher Affe, ein wirklicher Hund, eine wirkliche Katze. Ein wirklicher Delfin, ganz, 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 ganz wirklich. Und jeder Delfin ist vielleicht auch noch anders und jeder Hund ist anders und auch jeder Mensch ist anders. Das ist einmal die Verwirklichung, wo sich das Selbst dann zum Beispiel als Mensch verwirklicht. Und das ist ja das, was in Wirklichkeit geschieht. Wir machen hier nicht eine Gotteserfahrung, sondern wir als das Selbst machen hier diese menschliche Erfahrung. Und das ist schon die Verwirklichung, da braucht auch gar nichts mehr geschehen. Das geschieht ja schon. Das geschieht ja schon die ganze Zeit. Da braucht überhaupt kein Muss. Für die Seele gibt es kein Muss. Für die Seele ist es Genuss. Das will diese Erfahrung machen. Also Genuss statt Muss. Ja?
Und was der Mensch macht, solange man als Mensch identifiziert ist, fühlt es sich umgekehrt an. Da wollen wir das Selbst verwirklichen. Aber das ist letztlich nur eine Selbsterfahrung, die Erfahrung des Selbst. Und das reicht schon. Dieses Selbst zu erfahren, ist schon die Verwirklichung, quasi wo das Selbst sich als wirklich erfährt und erwacht im Menschen. War schon immer da, aber plötzlich bemerkt es sich selbst. Oder der Mensch bemerkt, dass er immer schon das Selbst war. Das ist die Selbstverwirklichung, wo dann das Selbst sozusagen in einem Menschen verwirklicht ist. Und von da ab wirkt das Selbst. Es wirkt immer schon das Selbst. Verwirklichung hat mit Wirklichkeit zu tun, aber auch mit Wirken. Und das kann dann nachher in diesem Prozess tiefer und tiefer gehen, dass man mehr und mehr das Ego loslässt und das Ego verbrennt und das Selbst durchscheint, ja, die Sonne des Selbst, dieser Wirklichkeit, das Bewusstsein, ungefiltert, immer ungefilterter durchkommt durch diesen Organismus, obwohl es schon auch der Organismus ist, also auch die Hülle ist und nicht nur der Inhalt. Es ist alles. Darum geschieht Verwirklichung immer. In jedem Moment, in dem Augenblick, wo ich spreche, in dem Augenblick, wo du hörst, ist es Verwirklichung. Und beides zugleich, der Mensch, der sich als Selbst verwirklicht, das Selbst, das wirkt, und das Selbst, das sich als Mensch verwirklicht. Und immer wirklicher wird, immer authentischer wird. Aber es ist kein Müssen. Es ist kein Wozu. Es ist just for fun. Weil nichts anderes zu tun ist. In der Ewigkeit sind wir sowieso. Immer. Vorher, nachher und jetzt auch. Alles nur ein Traum. Das geschieht hier, weil es so geschieht. Woanders geschieht es vielleicht anders. Und das Selbst erfährt all diese Wirklichkeiten gleichzeitig. Also es verpasst nichts. Es erfährt all diese Wirklichkeiten und es gebiert sie. Es ist Schöpfer und Schöpfung in einem und Geschöpftes. Jo, gerade weil die Seele schon alles ist, darf sie auch alles sein und ist sie alles. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe den Knoten ein bisschen helfen können zu lösen. Wenn nicht, dann nimm das nächste Schwert und schneid ihn durch wie Alexander der Große. Danke für die Frage. Ich wünsche euch allen noch alles Liebe. Und bitte meinen Kanal abonnieren, das Video teilen, wenn es gefällt hat. Gefällt mir auch. Ja. Und Fragen bitte stellen. Nicht vergessen, neue Fragen stellen, über die alten Fragen abstimmen. Ihr findet da immer wieder hin über den Kurzlink owk.eu/frageEdgar. Da könnt ihr Fragen stellen und auch die vorhandenen Fragen bewerten, also liken oder nicht liken. Und die Frage mit den meisten gefällt mir. Nächste Woche ist dann wieder die ich dran nehme als Antwort. Namaste.